Hallo zusammen. Ich hoffe erstmal, dass es vom Wind her geht. Und daher wollte ich euch heute mal zeigen, da das Segeln so gut angekommen ist in diesem Short-Video. Heute geht es mal mit dem Gummotex aufs Wasser. Das ist qualitativ auch ein recht hochwertiges Boot mit 0,2 Bar oder 2,9 PSI ungefähr gefüllt. Zwei Paddel dabei. Und der Wind ist recht kräftig heute, daher nur ein Versuch, aber irgendwie zieht es mich aufs Wasser. Ihr seht, das Ganze ist schon aufgebaut und gepackt, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Dann auf dem Wasser. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich bin im Wasser. Ich bin auch schon so 20 Minuten gepaddelt. Man mag es gar nicht glauben, jetzt hier in der Bucht ist es super, aber vielleicht erkennt ihr es. Es ist nahezu unmöglich, da gegen an zu paddeln. Da bin ich noch nicht fit genug für, weil paddeln ist ja, doch sehr anstrengend und gerade dann, wenn es so wellig ist. Es ist tatsächlich so, dass das Wasser hier vorne so ein bisschen drüber gespritzt hat schon. Und daher ja, war das heute vergebene Liebesmühe. An den ADAC-Fahnen dort kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie windig es wirklich ist. Und daher wird das auch nur so ein ganz kurzes Video hier. Ich habe hier vorne so eine Karre, so ein Beach-Rolly heißt der. Und damit kann ich das Ganze transportieren, weil so komplett wiege ich das um die 20 Kilo im Rucksack, ist auch gut machbar. Jetzt hatte ich heute Morgen den Fehler gemacht, ich hatte erst das Boot aufgepumpt, dachte, lege ich auf die Karre und gehe dann hier runter zum Wasser. Passte natürlich alles irgendwie nicht, also Boot nochmal abgelassen und dann hier unten wieder aufgepumpt und jetzt festgestellt nach 20 Minuten, das ist einfach zu anstrengend. Daher bin ich nur jetzt hier so ein Stück hin und her gepaddelt. So, ich bin raus aus dem Wasser mit Ach und Krach. Und ja, das Boot liegt jetzt wie ganz am Anfang da vorne, ein bisschen in der Sonne zum Trocknen. Ist immer ein Kraftakt, das rauszukriegen, wenn man allein unterwegs ist. Hatte jetzt hier das Glück, da waren gerade zwei Gerle, die haben eben mit angepackt. Sehr schön. Ihr seht es auch ein bisschen an der Windfahne, denke ich. Und sobald man hinter den Stegen ist, ist das echt so, dass das Boot vorne kurz in der Luft ist und dann wieder im Wasser. Macht Mordspaß. Aber ist halt so anstrengend, wenn man jetzt alleine paddelt, ja, dass ich es kaum schaffe. Ansonsten hätte ich euch gerne mehr gezeigt hier, so mit dem Boot auf dem See. Und ja, wenn ihr da Interesse daran habt, könnt ihr das ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Oder auch sonst irgendwie vielleicht Infos zu dem Boot, zu den Karren. Ansonsten ist das vielleicht auch eine einmalige Sache, dass ich das hier zeige. Ich weiß es nicht, weil beim Paddeln selber ist es ja so, dass man eh sich darauf konzentriert und ja, irgendwie ist das schon so Meditation fast. Daher mal sehen. Natürlich im Päuschen könnte man immer mal was zeigen oder unter den Brücken durch. Aber jetzt soll es das leider schon gewesen sein. Ich hätte gerne mehr gezeigt, hatte vor zum Damm hochzufahren und mich da mal vorzustellen mit euch. Aber sollte nicht sein. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.